Hallo, ich bin der Carsten von Sporttime und ich erkläre euch heute den technischen Aufbau unserer Airhockeytische Blue Thunder und Black Hawk, die vom technischen Aufbau her gleich sind und dementsprechend erkläre ich euch das an dem Beispiel Blue Thunder. Ich habe euch dazu die einzelnen Komponenten mal mitgebracht. Also wären das Bedienteil, das Netzteil, jedes Zählwerk und hier die beiden Torsensoren. Fangen wir an mit dem Zählwerk. Das Zählwerk, seht ihr ja, ist hier oben verbaut. Sieht so aus. Es ist hier auf jeder Seite mit vier Schrauben an den Rohren fixiert. Hier das Kabel geht hier durch das eine Rohr hier runter und kommt hier unten am Tisch an. Mit den drei Steckern, die dafür vorgesehen sind. Einer für das Zählwerk zur Steuerung und Stromversorgung und zwei für die Torsensoren. Unterm Tisch ist das Kabel verläuft hier von dem Zählwerk und hier sind auch die drei Stecker. Das sind die zwei für die Torsensoren und der eine, der zum Bedienteil führt, für die Stromversorgung und die Steuerung. Die werden als erstes abgezogen. Als nächstes lösen wir jetzt hier die Halterung auf dem Tisch. Das ist recht einfach gemacht. Das gleiche machen wir jetzt hier auch noch auf der anderen Seite. Dann können wir das ganze Zählwerk mit der Halterung herunternehmen. Wir haben jetzt beide Füße abgeschraubt, drüben das Kabel schon rausgenommen und können jetzt das Ganze als Einheit hier runternehmen und können jetzt sozusagen das Zählwerk hier von den Rohren abmontieren und dann eben dementsprechend austauschen. Dazu schrauben wir jetzt einfach hier die vier jeweils auf den Seiten die vier Schrauben ab. Das werde ich jetzt gleich mal tun. So, wie man sieht, kommt hier das Kabel zum Vorschein. Wir lösen jetzt noch die Schrauben am zweiten Ende und dann können wir das Teil wechseln. Und so haben wir das Zählwerk jetzt ausgebaut. Ich nehme jetzt hier das neue Zählwerk und es wird dann andersrum genau wieder eingebaut. Ich setze es hier an, nehme mir hier die Schrauben. Kabel jetzt erstmal hier durchs Rohr zu fädeln. Das ist hier oben noch ganz einfach. Wir müssen halt nur unten einmal gucken, dass wir an der Schraube hier vorbeikommen. Jetzt können wir hier an der zweiten Seite die Schrauben ebenfalls befestigen. Also erstmal handfest anziehen. Jetzt wollen wir das Ganze wieder montieren hier auf dem Tisch. Dazu stelle ich das mal wieder in Position. So, wir fädeln das jetzt hier durch. Und dann kommt es hier unten wieder raus. Wenn es das nicht, dann müsst ihr mal gucken, das kann da unten sich vertüdelt haben, dass er das dann eben hier durchschiebt, um das dann frei hängen zu haben. Dann können wir hier das Ganze auf dem Tisch wieder montieren. Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch wieder auf der anderen Seite. Mit den zwei übrigen Schrauben. Ich habe den Tisch jetzt hier auf die Seite gelegt, damit man das alles besser sehen kann. Und jetzt seht ihr hier auch das Kabel, was oben vom Zählwerk kommt, hier mit den drei Anschlüssen. Da haben wir hier die beiden Kabel von den Torsensoren, die hier mit den Steckern verbunden werden. Und hier drüben ist der vom Bedienteil. Jetzt gucken wir uns das Bedienteil genauer an.
Dazu löse ich hier die Steckverbindung wieder. Hier drüben haben wir das Bedienteil. Dazu gehört auch die Stromverbindung. Als erstes lösen wir dazu hier dieses Montagebrettchen für das Bedienteil. Das ist hier hinten an der Rückseite innen verschraubt mit zwei großen Schrauben. Die lösen wir jetzt erstmal mit dem entsprechenden Werkzeug. Hier sehen wir jetzt auch gleich die Rückseite, wie es angeschlossen ist. Hier ist einmal der Stecker vom Gebläse drin und hier ist der Stecker vom Zählwerk drin. Das Zählwerk wird hierüber mit Strom versorgt, indem es hier nochmal eingesteckt ist für den zweiten Schalter hier vorne. Der zweite Schalter ist sozusagen für das Zählwerk. Der erste Schalter gibt hier Strom auf diese Mehrfachverteilung. Ja, hier ist das Steuerkabel. Das gibt also Strom und Steuersignale an das Zählwerk. Damit wir das austauschen könnten, müssten wir jetzt hier die beiden Schrauben lösen, die im Endeffekt diese Stromverteilung an dem Brett hält, und diese beiden Schrauben hier vorne. Dann könnten wir das Ganze hier durchfädeln und austauschen. So lassen wir es aber jetzt. Das ist ja nicht, ist ja alles in Ordnung hier. Bauen es wieder zusammen. Ne? Hier kommt sozusagen wieder das Netzteil rein. Das wird hier in die Steuerung reingesteckt. Das hier können wir später montieren. Das ist das fürs Gebläse. Wir wollen ja das Ganze hier wieder anschrauben an die richtige Position. Festziehen. Muss nicht allzu sehr sein. Jetzt kann ich hier auch den Stecker vom Gebläse wieder gut einstecken, hier von der Seite. Dann habe ich hier das Kabel von der Steuerung vom Bedienteil und hier stecken wir wieder das Kabel zusammen vom Bedienteil zum Zählwerk. Als nächstes gucken wir uns dann noch an, wie die Torsensoren hier verbaut sind. Dazu muss ich das da vorne erstmal abbauen, dann können wir das besser sehen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Die Puck-Ausgabe, die schrauben wir jetzt als erstes los. Und jetzt sehen wir hier den Puckfänger. Das ist hier diese Holzkonstruktion. So, und jetzt kommen die Torsensoren zum Vorschein. Sind hier mit zwei Schrauben fixiert und dann eben hier das Kabel durchgeführt. Wollen wir jetzt nicht abbauen. Wir gucken uns die Torsensoren aber gleich mal genauer an. Hier sieht man die Öffnung und auf der anderen Seite gibt es ebenfalls eine für die Lichtschranke. Das heißt, hier ist das Tor, hier kommt der Puck rein, fällt hier durch, fällt durch die Lichtschranke und das Tor wird gezählt. Zur Pflege des Torsensors kann man hier mit einem Pinsel hier die beiden Öffnungen mal ein bisschen auspinseln. Da sind die beiden Optiken drin. Zum einen das, ne? Das sollte auf jeden Fall helfen. Wenn es denn noch nicht reicht, dann kann man hier auch die beiden Sensoren abschrauben, ganz demontieren und kommt dann eben auch noch mal besser an die Optik dran. Ja, wenn ihr den Torsensor gereinigt habt, dann könnt ihr hier den Puckfänger wieder anbauen. Und schon ist die Puckausgabe wieder montiert. Jetzt geht es ums Gebläse. Das sitzt hier unterm Tisch, mittig verbaut. Das besteht aus zwei Teilen, nämlich hier dem eigentlichen Gebläse mit dem Motor und hier der Luftkammer, die sozusagen die Luft hier in den Tisch bringt. Das Gebläse ist hier verschraubt, sowie auch hier diese Zusatzluftkammer. Das kann man hier abschrauben und dann komplett vom Tisch lösen. Das Kabel muss man hier einmal abknipsen mit einem Seitenschneider und kann dann das Kabel entfernen.
Ein neues Gebläse wird man dann einfach hier drauf schrauben. Man muss dann das Kabel außenrum lang führen. Das kann man hier mit Kabelbinder dann befestigen, sodass es dann auch ebenfalls bis zur Stromversorgung kommt. Ja, das so zum Gebläse. Ja, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann kann man den Tisch auch wieder einschalten. Erstmal das Gebläse läuft. Und das Sägewerk. Jawohl. Steuerung funktioniert auch. Ja, das war die Einführung in die Technik unserer Air-Hockey-Tische Blue Thunder und Black Hawk. Die einzelnen Komponenten findet ihr bei uns im Shop. Falls ihr mal was austauschen müsst oder wollt, wie gesagt, alles bei uns im Shop erhältlich. Viel Spaß damit. Sporttime. Wenn du Fragen hast, stelle sie direkt in den Kommentaren. Gefällt dir unser Video? Klicke auf Daumen hoch und abonniere jetzt den Sporttime-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.